lassen, die besten Kunstturner Österreichs hier nach Enzenach einzuladen, auf dem Weg zu den österreichischen Meisterschaften, die dieses Wochenende in Mattersburg stattfinden, darunter auch einige Einturner von uns, oder das sind sogar mehrere Turnerinnen, die hier dabei sind, machen sich die Station zu einem wohl einmaligen Wettbewerb, den es in Österreich noch nicht gegeben hat. Und zwar im Motto Battle of Rack sehen wir nun die besten Rack-Turner Österreichs, die sich duellieren. Es geht auch um ein Preisgeld. Hier am Rack, und zwar werden die Kunstturner hier am Rack spezielle Höchstschwierigkeiten zeigen als Abgang und werden bewertet. Ich möchte die Turner begrüßen und recht herzlich in Gänzendorf. Und zwar Matthias Schwab von der Sportgemeinschaft Göttingen. Nicht nur Österreich, sondern weltweit. Er führt die Weltrangliste an, die zurzeit von der Union Rasberg. Er ist Doppelstaatsbürger, kommt aus der Schweiz, startet für Österreich. Fabian Leimlinger. So, kurz zu erklären, wie das jetzt da abläuft. Wir sind erstmalig in Österreich, wir haben gesagt, wir machen keine Show, wir wollen ein bisschen Wettkampfatmosphäre hier schaffen. Und die Turner haben sich bereit erklärt, hier mitzumachen, sozusagen als Generalprobe für die österreichischen Meisterschaften. Wie der Wettbewerb nun abläuft, wie es bewertet wird, das erklärt nun kurz Diplom-Ingenieur Josef Todt, unser Olympiakampfrichter. Bitte schön, ein Riesenapplaus für Wett. Das letzte Element einer Übung. Das Ziel ist, den Abgang genau zu stehen. Sprich, kein Schritt, kein Hopser, kein Hüpfer, keine Rolle. Punkte gibt es für die Jungs jetzt, wenn sie den Abgang genau spielen. Die Anzahl der Punkte ergibt sich aus dem Schwierigkeitsgrad des Elements. Wir haben unsere Elemente eingestuft von A bis G, gibt 1 bis 7 Zehntel. Wenn jemand einen Abgang mit 5 Zehntel genau steht, gibt es 5 Punkte, 3 Versuche jeder. Ich kann also viel Glück den Turnen. Danke. Gut, ganz gut erklärt. Also es kommt nicht nur auf eine sichere Landung an, sondern auch noch den Schwierigkeitsgrad. Schwierigkeitsgrad sehen Sie hier oben auch an der Anzeigetafel. Der Schwierigkeitsgrad wird angezeigt, wenn die Übung gelungen ist. Gut, es gab eine Auslosung, die sollte ich jetzt wissen. Wer startet? Ja? So wie ich aufgefunden habe. Okay. Sehen wir nur als erstes am Reck Matthias Schwab. Gesamtsumme ergibt dann den Sieger. Als nächstes sind wir Xeni Dimeschi von der Sport- und Maria Hilf. Applaus
Also es kommt wirklich darauf an, nicht nur zu turnen, Höchstschwierigkeitsgrad, sondern auch sicher zu landen, dann gibt es Punkte. Als nächstes den 31-fachen österreichischen Staatsmeister Marco Beidauf. Gut, und als letztes erst Durchgang Fabian Leiblinger von der Uni Landsberg. 18-facher österreichischer Meister Leb- und Lebendteilnehmer. Dazu geht, sichere Landung ist wichtig in einem entscheidenden Wettkampf, denn im Finale kann das oft die Entscheidung über Sieg oder Niederlage sein. Als nächster Anblick von der Sportlerin Maria Hilf. Dritter wurde im österreichischen Mehrkampf letztes Jahr. Xenia Dübeschi.
zweite Bewerb meine Reihenfolge. Es führt nach zwei Bewerben Fabian Leinlehner vor Marco Baldauf mit 4 Punkten, gefolgt von Matthias Schwab und Sini Dimitri mit jeweils 0. Wir kommen zum entscheidenden dritten Durchgang. Es ist noch alles möglich. Wie gesagt, es geht am Preisding. Und den Anfang des letzten Durchgangs macht Matthias Schwab. Als nächstes André Sini Dimitri von der Sportart Maria Hill. Damit 4. Platz in der Endwertung. Jetzt kommt zur Entscheidung. Marco Baldauf oder Fabian Leinlehner, wer holt sich den Sieg hier im Battle of Rec? Damit liegen 4 Punkte in die Gesamtwertung. Ja, einen Mann möchte ich noch erwähnen, der hier die Masken hebt, das ist unser Nationaltrainer, Dieter Hegermann. Entschuldigung, Bundeswacher. Oberster Chef des Männerkunstturnen in Österreich. Gut, wir kommen zur Entscheidung. Jetzt kommt wieder die Gesamtwertung. Ich darf zu mir bitten, weil es geht Gott auf Gott, den Direktor der Maffelder Volksbahn, Herr Magister Hartig Tonner. Gut, der die Schecks übergeben wird. Bitte schön. Ja, bitte. So. Einmal einen Riesenapplaus für unseren Turner. Tolle Show. Und die Siegerschecks haben wir natürlich zwei Viertplatzierte. Stimmt das? Zwei Zweite. Und? Ein Dritter? Ah ja, klar. Okay. Gut, 2 Zweite. Das heißt, ihr müsst das teilen, aber bitte mir helfen. Ja, du, Entschuldigung. Die Details ist dann gerecht, gell? Okay. Gut. Platz 2. Und den Siegerscheck. Fabian Leinlehner, Sieger Battle of Rec. Dankeschön. Ich habe eine sehenswerte Show.